der Dicken, 72, ist ein Ski für einen sehr sportlichen und guten Skifahrer, der vor allem das Wechselspiel zwischen kurzen und mittleren Radien liebt, der sich nicht auf einen bestimmten Radius fixieren lassen will, der einfach die Breitbandigkeit von einem Skitag ausnutzen will, aber sich normalerweise zu 100% auf der Piste bewegt. Der Dicken 72 ist auf der Piste zu Hause. Die Geländeformen ist er von steil bis flach eigentlich in jeder Geländeform zu Hause. Auch sehr gerne in solche Übergänge in spielerischen Bereichen, wo man dann eben auch dieses Wechselspiel zwischen kurzen und mittleren Kurven ausleben kann. Diese Breitbandigkeit ist eigentlich der Schwerpunkt sowohl vom Gelände als auch vom Kurvenradius vom Dicken 72. Der Dicken 72 ist sehr vielseitig, er kann sehr spielerisch bewegt werden und er hat eine sehr hohe Agilität und Spritzigkeit. Mit dem Dicken 72 kann man im Verhältnis zu seinem Vorgänger definitiv einen engeren Radius mit weniger Kraftaufwand fahren. Mit hauptverantwortlich dafür ist unsere neue Technologie, das ist die Tailored Carbon Tip. Zweiter wichtiger Punkt ist das Wechselspiel zwischen mittleren und kurzen Radien, was ja sein Hauptkernthema ist, ist deutlich vereinfacht nochmal zum Vorgänger. Hauptverantwortlich dafür ist, dass wir die Mitte nochmal um 2 mm schmäler gemacht haben und damit der Kantenwechsel einfacher vonstatten geht. Und das neue Plattenbindungssystem, das R-Motion 3, wo einfach unterm Fuß nochmal ein freieres Gefühl entwickelt für den Ski und damit in diesen Wechseln zwischen mittlere auf kurze Radien kein Widerstand mehr unterm Fuß entsteht, der wo da irgendwie blockieren könnte. Dritter großer Punkt für den Dicken 72 ist, wir sind über die ganze Länge nochmal harmonischer und geschmeidiger im Driften bzw. in der Wechselform zwischen Schneiden und Driften geworden. Auch hier hauptverantwortlich unser neues Plattenbindungssystem, durch das, dass es freier sich unterm Fuß anfühlt. Die Veränderung der Geometrie, wo wir einfach über die ganze Länge nochmal mehr Harmonie in den Ski reinbekommen haben. Und dann aber auch die Unterstützung von der Schaufel, was wir durch das Tailored Carbon Tip einfach nochmal mehr bekommen. Bringt den Ski über die ganze Länge einfach nochmal mehr Geschmeidigkeit und Harmonie.